Hallo, Markus Dahn hier. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, bitte abonnieren Sie unbedingt den Kanal, um nichts zu verpassen und vor allem auch aktivieren Sie die Alarmglocke, um über neue Beiträge informiert zu werden, weil ich habe gehört, es wird ein bisschen was unterdrückt von YouTube. Okay, heute besuchen wir mal die deutsche Wirtschaft und zwar auf der Intensivstation. Was ist passiert? Was geht gerade ab? Anfang 2020 meldete sich die deutsche Wirtschaft krank. Ja, der ärztliche Befund damals lautete ja Blutarmut. Ja, die Arbeitskräfte kamen nämlich nicht mehr zur Arbeit. Ja, wir kennen den Grund. Ja. Und der Arzt hat gesagt, okay, in China ist der Grund und dort ist ein Sack Reis umgefallen und dann seitdem war es das Ganze. Und seitdem liegt der deutsche Wirtschaftsmotor auf der Intensivstation. Und die Beschwerden des Patienten werden eben von Tag zu Tag schlimmer. Es wird ja nicht besser. Ja. Der Patient ist noch nicht klinisch tot, ja, aber etliche Warnsignale deuten auf einen baldigen Herzinfarkt hin. Ja, wir haben einmal einige davon aufgelistet. Da wären zum Beispiel rasant steigende Energiepreise. Okay, wer hätte das gedacht? Ja. Massive Verunsicherung der Bürger, Kaufzurückhaltung, Angst sparen, Nebelkerzen in den Nachrichten, überforderte Politiker auf der einen und eine glasklare Expertenwarnung von einem Kollaps auf der anderen Seite. Bei der aktuellen extrem hohen Anzahl von Insolvenzen und Entlassungen muss selbst ein absoluter Laie zugeben, es steht nicht gut um den Patienten Deutschland. Die Lage spitzt sich aber immer noch weiter zu. Und wir müssen uns mittlerweile mehrmals am Tag die Augen reiben, ja, um sicher zu gehen, dass das alles kein Albtraum ist, ja, aus dem wir hoffentlich bald aufwachen, sondern dass es bittere Realität ist. Hätten wir Ihnen vor 3 Jahren gesagt, dass wir in Deutschland bald über Energiekrisen reden, Stromausfälle, Wärmehallen, leere Regale, Waffenlieferungen an kriegsführende Nationen und Deindustrialisierung? Sie hätten uns damals ausgelacht. Ich hätte es nicht geglaubt. Heute ist uns allen das Lachen vergangen, denn wir müssen mit ansehen, wie unser Land mit atemberaubender Geschwindigkeit den kompletten Niedergang erlebt. Ja. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie sehen Sie das Ganze? Übertreibe ich? Ist das zu viel? Bitte schreiben Sie mir Ihre Meinung jetzt in die Kommentare. Pausieren Sie das Video. Vielleicht liege ich komplett falsch. Ja, vielleicht ist das einfach alles super, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber ich weiß es nicht, wenn Sie mir nicht Ihre Meinung bitte in die Kommentare schreiben. Immer mehr Unternehmen klagen über die hohen Energiepreise. Verbände und Branchenvertreter warnen vor einer Insolvenzwelle sowie einer Deindustrialisierung von Deutschland. Durch die immens steigenden Energie- und Strompreise geraten aber nicht nur wir Bürger immer weiter unter Druck, ja, unter finanziellen Druck, sondern auch die deutsche Wirtschaft. Und wenn die runtergeht, Gnade uns Gott. Vor allem die energieintensiven Branchen, Chemie, Glas, Papier, Metall, die stehen mit dem Rücken zur Wand, ja, die wissen bald nicht mehr weiter. Und Unternehmen sind sogar dazu übergegangen, ihre Produktion zu drosseln, um Kosten zu sparen. Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt. Ich meine, wann hat es das gegeben das letzte Mal? Und Intensivstationen werden gestoppt. Ausländische Unternehmen, die über den Standort Deutschland nachgedacht haben, sind nach Asien gegangen. Okay. Und die ansässigen Firmen überlegen das Gleiche. Überlegen auch, ihre Produktion einfach ins Ausland zu verlagern, um die Energiekosten wieder in den Griff zu bekommen, weil unsere Regierung tut das nicht, die schaffen es nicht. Ja? Andere haben wir komplett aufgegeben und haben die Firma einfach geschlossen, für immer. Und diejenigen, die noch nicht insolvent sind, die leiden weiter. Die Rezession wird die Lage für Firmen und Bürger weiter verschlimmern. Und der spektakuläre Abschied Deutschland wird genauso in die Geschichtsbücher eingehen, wie einst sein Aufstieg zum Wirtschaftswunder in den 60er Jahren. Wir brauchen nur 3 Jahre vom Powerhouse zur Wärmehalle. Man, das ist absoluter Wahnsinn. Wie prekär die Situation ist, zeigt der brutale Anstieg der Erzeugerpreise. Er stieg im August um 46% auf das höchste Niveau seit der Datenerhebung. Und diese Datenerhebung begann 1949. Im Vergleich zum Vormonat ging es im Oktober um weitere 8% nach oben. Ein Monat. Der größte Kostentreiber war die Energie. Kohle, Öl, Gas und Strom haben auf Jahressicht, die haben sich mehr als verdoppelt. Und besonders drastisch ist der Anstieg von Strom mit einem Plus von satten 175%. Die Unternehmen müssen diese steigenden Energiepreise an den Endverbraucher weitergeben. Tun sie es nicht,
besteht die Gefahr der Insolvenz. Und wenn sie es tun, steigen die Preise quasi exponentiell nach oben. Ja. Extreme Preissteigerung für uns, für die Endverbraucher. Ja. Wir können quasi nur noch wählen zwischen Pest und der Cholera im besten Deutschland aller Zeiten. Es ist schwer, allein gegen all das anzukommen, ja, was momentan so negativ auf uns alles einwirkt, von allen Seiten. Und es sorgt auch für Frust und für ein Gefühl der Machtlosigkeit. Doch immer mehr Menschen erkennen, was hinter den Kulissen gespielt wird. Und ich möchte eben bei dem Ganzen, bei der Aufklärung mithelfen. Bitte helfen auch Sie mit, indem Sie das Video liken, teilen und vor allem kommentieren. Damit eben werden noch mehr Menschen erreicht, denn ich finde, es ist an der Zeit, aktiv zu werden. Genug am Hintern gesessen, genug nichts getan. Passend dazu noch ein Hinweis in eigener Sache. Ja. Der Wettlauf gegen die Inflation ist auch für Sie im vollen Gang. Selbst die besten Investments können die offizielle Oktoberinflation von 10,4% nicht mehr auffangen. Ja. Aber ich habe etwas für Sie. Melden Sie sich bitte einfach mal für das kostenlose Online-Webinar, das ich mit Herrn Alexander Streeb veranstalte. Herr Streeb ist ein Wirtschaftsexperte und er wird Ihnen Möglichkeiten zeigen, die eben nichts mit Aktien zu tun haben, nichts mit Kunst, mit Spekulation, mit Gold, Edelmetallen, Silber oder Kryptowährung. Ja. Es geht um einen echten Sachwert, der nachweislich seit Jahrhunderten Vermögen geschützt und erhalten hat. Auch in Krisensituationen, auch in Inflationen und so weiter. Sie finden den Link unter dem Video. Es liegt wie immer an uns, beziehungsweise in dem Fall an Ihnen. Werden Sie aktiv, machen Sie etwas. Lassen Sie es nicht zu, dass das Land quasi ungebremst gegen die Mauer gefahren wird, denn im Moment sieht es so aus, als ob die Politiker wirklich alles dran setzen, das Land mit Vollgas in die Mauer zu fahren. Und wieder mal liegt es an uns, dem entgegenzuwirken. In dem Sinn, werden Sie aktiv und wir sehen und hören uns bald. Ihr Markus Dahn.